Die super Einleitung. Ja, also Monitoring-Landschaft auf Basis von OMD, also Isinga ist natürlich auch möglich für die Kollegen von Netways. Warum haben wir den Vortrag eingereicht? Wir hatten bei der Stadt München schon Nagios, ja, des Längeren im Einsatz und waren halt ja, an der Aufgabe eben dran, das Ganze ein bisschen auf eine neue Plattform zu stellen und die ganzen Erfahrungen, die wir da gesammelt haben und wie wir es letztendlich umgesetzt haben und wie das jetzt momentan bei uns aussieht, darüber halte ich jetzt heute meinen Vortrag. Ganz kurz am Anfang, Vorstellung IT@M, warum steht da immer dieses komische IT@M? Wir sind Eigenbetrieb bei der Stadt München, also wir sind, die IT wurde dort ausgegliedert 2011 in den Eigenbetrieb. Wir haben 600 feste Mitarbeiter, die Anzahl an externen wollte ich jetzt hier nicht unbedingt auf die Folie schreiben, ist natürlich auch eine Menge externe Mitarbeiter. Wir haben 30.000 Beschäftigte und 27.000 Arbeitsplätze. Dahinter steckt natürlich auch eine große IT-Infrastruktur. Sind größter kommunaler Arbeitgeber in Deutschland, weil Berlin und Hamburg eben Länder sind und keine Kommunen, habe ich mir natürlich auch sagen lassen. Genau. Und ja, Monitoring ist natürlich zentraler Punkt bei uns, um eben die IT-Services für die Referate und anderen Eigenbetriebe bei der Stadt überwachen zu können. Aber ich denke, da erzähle ich euch nichts Neues, weil sonst wärt ihr sicherlich nicht alle da. Wie habe ich den Vortrag gegliedert? Also ich werde ganz kurz erzählen, wie sah unser Nagios jetzt vor dem Projekt aus. Dann werde ich darauf eingehen, warum haben wir uns für die Installation mit OMD oder für OMD entschieden. Was haben wir da neu gemacht? Dann der dritte Block, Monitoring-Landschaft im Überblick. Da werde ich euch genau zeigen, wie ist es jetzt aufgebaut von den Schnittstellen und Komponenten. Und der vierte Teil, wo dann auch ein bisschen Demo mit dabei ist, wie konfigurieren wir jetzt letztendlich unsere Objekte im OMD. Denke auch recht interessant für euch. Gut, fangen wir an. Unsere bisherige Nagios-Landschaft, die wir im Einsatz hatten, war ja so zweigeteilt, könnte man letztendlich sagen. Wir hatten ein Nagios 01 Cluster-System aus zwei physikalischen Servern. Da war immer einer der Aktive und die hat halt unsere komplette Serverlandschaft mittels NRPE und CheckMK und halt SNMP-Plugins klar überwacht. Und ja, noch so ein bisschen NSCA, verteiltes Monitoring eben für SAP FlexFrame, weil wir da eben netzseitig nicht rein konnten. Und ja, dann eben noch Nagios 02, der so ein bisschen das Monitoring aus Kundensicht machen sollte, damit wir entsprechend sehen, falls aus den Referaten zu uns herein auf Netzstrecke irgendwo Probleme sind. Das war unsere Ist-Landschaft, also die war relativ groß, also hatten da eigentlich relativ viel schon verbaut. Die eingesetzten Komponenten waren klar Nagios, Plugins, NRPE, CheckMK, NDO, PNP, NAGVIS und so weiter und so fort. Hat letztendlich eben ein bisschen dafür gesorgt, dass man halt jedes Mal, wenn was Neues irgendwie kam, dann haben wir es versucht zu verbauen. Ist eben mit der Zeit zu ein bisschen Wildwuchs gekommen. Der eine Nagios-Admin hat es vielleicht so gemacht, der andere Nagios-Admin so. Kennt ihr vielleicht in größeren Umgebungen. Lastverteilung war ein großes Problem. Wir hatten letztendlich physikalische Server, da kann man ja heute mit den virtuellen Systemen doch relativ flexibler arbeiten. Ja, und wir hatten eben auch als Nagios-Admins, weil früher hat man es mal so eben eingeführt, kennt ihr sicherlich, und dann schauen wir mal, wie es läuft, dann hat man es weiterhin im Einsatz. Aber wenn man eben am Anfang nicht klare Standards setzt, dann entsteht halt irgendwann dieser Wildwuchs. Und ja, es war halt einfach an der Zeit, da das Ganze ein bisschen neu zu gestalten. Wir wollten eine flexible Landschaft und zwar besonders wichtig, dass wir die relativ einfach erweitern können. Also so in der Form, dass wir eben sehen, okay, wir haben jetzt weitere 10.000 Services, dann sind wir jetzt nicht an irgendwie physikalische Server gebunden und haben da irgendwo unseren Deadlock in der Physik, sondern wir haben weiteren virtuellen Server dazu. So war die Idee. Dann war eine ganz wichtige Anforderung, dass wir Fremdsysteme irgendwie per Schnittstellen erreichen, also CMDB-Reporting und halt auch DMZ-Monitoring. Gehe ich auf den weiteren Folien noch ein bisschen genauer drauf ein.
Und wie vorhin angesprochen, Monitoring-Standards wollten wir ganz klar vorgeben als Nagios-Admins. Sollte nicht mehr dieser Wildwuchs einfach entstehen. Person A will das, Person B das und ja, macht mal, kennt ihr sicherlich alle. Ja, und revisionssicher, dass wir entsprechend da auch abgesichert sind, was die komplette Umgebung angeht. Die Produkte, für die wir uns entschieden haben, also es war klar, dass wir bei Nagios bleiben wollen als Core, weil wir da einfach schon Erfahrungen gesammelt hatten. PNP hatten wir auch schon im Einsatz, klar, verbauen wir auch. Die zwei unteren Sachen, Struck und ModGearman, waren letztendlich für uns ja, das große Plus eben zur alten Umgebung. Struck hat ja heute Sven schon einen Vortrag gehalten. Die ein oder anderen haben sicherlich gesehen, sehr, sehr gutes Webfrontend mit sehr, sehr vielen Möglichkeiten, einfach wesentlich flexibler als die Standard-Umgebung. Ja, und ModGearman eben, um die Lastverteilung besser hinzubringen als zentraler Punkt, gehe ich aber auch gleich auf den Folien etwas weiter drauf ein. Ja, letztendlich ist es dann relativ schnell zu der Entscheidung gekommen, OMD zu verwenden, Open Monitoring Distribution. OMD hat eben den super Vorteil aus meiner Sicht, dass einfach alle Pakete mit an Bord sind. Ihr kennt es auch, kompiliert Nagios, dann die Plugins, dann das, dann das, dann das und dann noch alles aufeinander konfigurieren und anpassen. Ist man, ja, wenn man es einmal macht, dann lernt man natürlich auch, wie alles so ineinander greift. Aber ja, wenn man es einmal gemacht hat, finde ich, reicht es auch. Dann braucht man sich ja beim zweiten Mal das Leben nicht wieder schwer machen. OMD hat eben alles an Bord und wir, ja, werden eben die Features entsprechend, kann man eben dann an- und ausschalten. Ist halt ja, ein einzelnes Paket, also das RPM kann man da einfach runterladen, auf den Server installieren. Wir für die Stadt haben eben auch noch ein zweites RPM, so ein LRM-Add-on-Paket. Da sind so die Sachen drin, die halt auf die Stadt designt sind. Also wir haben so einen SNMP-Worker, seht ihr auch gleich noch. Wir haben ein paar eigene Plugins, GUI, Customizing und sowas packen wir dann eben ins zweite RPM. Und beim Update hast du halt einfach den riesen Vorteil, neue Version von OMD, ihr nehmt euch die zwei RPMs, installiert die, ist so quasi wie so eine Schatteninstallation, also ist nicht einfach bloß, dass man das Bestehende dann anpasst, sondern man installiert quasi parallel die komplette OMD-Umgebung und switcht dann einfach seine Instanz einfach um auf das auf die aktuellere Version. Ja, wollen wir uns auch nicht so lange in der Theorie dann aufhalten, sondern jetzt zeige ich euch, wie wir es dann umgesetzt haben. Ja, ist jetzt vermutlich etwas ja, klein in den hinteren Reihen. Also wir haben, von der Logik haben wir 6 Nagios-Server, wo jeder Server eine bestimmte Aufgabe zu erledigen hat. Dazu ist gesagt, dass alle 6 Server immer diese 2 OMD-Pakete installieren. Also es ist egal, ob ich hier, weiß ich nicht, auf meinem Reporting-Worker bin oder da oben. Ich installiere diese 2 RPMs und ja, konfiguriere mir dann mit OMD-Config einfach, welche Features ich brauche und kann die eben an- und ausschalten. Genau. In der Mitte ist unser wichtigster Server, der Nagios Core. Also da läuft das Nagios, so wie ihr es auch kennt, mit den Komponenten ModGearman und der Struck GUI. Also unsere Admins oder alle Leute, die im Struck sind, sind letztendlich da in der Mitte auf dem System. Dann haben wir weitere Server, die letztendlich dann die eigentliche Arbeit machen. Also hier oben zum Beispiel die Plugin-Worker. Das sind jetzt die Systeme, die nachher wirklich mit auf Basis von Check by SSH und SNMP Plugins eben unsere Serverlandschaft überwachen. Und hier haben wir eben, wie ihr hier schon erkennen könnt, wir haben 2 Plugin-Worker. Wenn wir jetzt an die Grenze stoßen, dass wir sagen, okay, wir brauchen weitere Systeme, dann könnte man da eben flexibel weitere Worker hinstellen, um auch in der großen Umgebung flexibel zu bleiben. Ich gehe jetzt so ein bisschen durch. Der Kern von dem Ganzen ist ja das ModGearman für die Verteilung ja, der, oder ja, die Vereinfachung der ganzen Komplexität. ModGearman ist
An sich, also ist dies Jahr, glaube ich, ja, kein Vortrag. Letztes Jahr war einer zum Thema Modgemon. Modgemon ist so ein Broker-Modul, so wie ihr es auch kennt im Nagios, was ich in dem Nagios-Kern letztendlich hinwerfe. Modgemon sorgt jetzt dafür, dass einen sogenannten Gemon-Demon die Checks, die auszuführen sind, die Nagios halt da in seiner Queue hat, übergibt Modgemon an einen Gemon-Demon und der hat jetzt hier eben, der weiß, okay, ich muss den Host checken, den Service, den Event-Händler muss ich ausführen und von der Logik kommen jetzt diese Worker, also wenn wir nochmal die Folie uns vorher anschauen, jetzt kommt hier unser Plugin-Worker, die 2, die 3, 500, gehen jetzt gegen den zentralen Server, holen sich aus dieser Queue die Aufträge, also Jobs, raus und führen die Checks aus und schreiben die Check-Results eben wieder in diese Gemon-Queue rein und ja, Nagios greift dann eben wieder diese Check-Ergebnisse ab. So hat man eben wirklich hier unten eine wahnsinnig flexible Umgebung. Wir können eben einfach, wir müssen hier oben nichts verändern, wenn wir einen dritten Plugin-Worker haben, vierten Plugin-Worker. Wir müssen einfach nur den Worker letztendlich sagen, da ist die Gemon-Queue, da connectest du dich hin, holst die Jobs raus und führst sie aus. Ja, Modgemon, die ganze Kommunikation, also der Versand der Nachrichten und so weiter, der Austausch, findet verschlüsselt statt. So braucht ihr auch keine Angst haben, dass eure Passwörter mitgelesen werden. Die NSA weiß es sowieso, von daher ist es wurscht. Ja, Worker beliebig erweiterbar, hatten wir gerade schon gesagt. Und Monitoring aus Kundensicht ist möglich mit Modgemon. Also da ist einfach die Idee, dass ich zum Beispiel in einen gewissen Netzteil einfach so einen Worker reinsetze und check eben genau aus dem Netzsegment meine Infrastruktur. Jetzt schauen wir uns nochmal ein bisschen so die Vorteile von, also aus meiner Sicht die Vorteile unseres Konstrukts an. Jetzt hier ein bisschen aufgedröselt. Wir haben hier unseren zentralen Nagios-Core, da oben eben die Plugin-Worker und die, wie schon angesprochen, führen eben die eigentlichen Checks durch. Und wir haben eben eine sehr, sehr gute Lastverteilung eben dadurch und können jederzeit, wie schon angesprochen, dort weiteren Plugin-Worker einfach hinschmeißen, wenn wir merken, wir kriegen dort Probleme. Jetzt der Worker fürs Reporting, also da war unsere Idee, wie wir heute im Thrug gesehen haben, gibt es ja im Thrug auch eine Reporting-Komponente, die ihr ja benutzen könnt. Der Stadt, wie es halt im Amt ist, reicht es so nicht, sondern hat wieder ganz, ganz spezielle Anforderungen. Daher war eben die Anforderung ans neue Monitoring, dass wir unsere Check-Results eben in eine Datenbank schreiben, damit eben ein Reporting diese Datenquelle anzapfen kann. Und wir machen es eben so, dass wir einen separaten Server haben, der einfach nur dafür da ist, also der hat letztendlich nicht viel zu tun. Da ist auch so ein Worker, also auch OMD installiert und der greift eben auch diese Queue ab und schreibt diese Check-Results einfach immer genauso, wie ihr sie im Web-Frontend seht. Also so schreibt er das eben in eine Oracle-DB. Und falls die Oracle DB weg wäre, hätten wir da auch entsprechend MySQL-Puffer, um das zwischenzuspeichern und abzufangen. Und jetzt könnte, wenn wir schon ein Reporting eingeführt hätten, was wir noch nicht haben, könnte jetzt diese Datenbank benutzt werden, um Reports zu generieren. Aber ja, wir sind halt im Amt, so viel dazu. So, DMZ-Überwachung ist auch kein Problem mit unserem Konstrukt. Da hatten wir eben eine spezielle Anforderung, dass wir keine Verbindung von der DMZ außen nach innen aufmachen dürfen, sondern eben einfach die Kommunikation, also von innen in die DMZ raus soll. Wäre ja mit dem normalen Konstrukt, so wie ihr es vorher gesehen habt, nicht möglich, weil von der Logik ist es ja so, dass der Plugin-Worker sich beim zentralen System meldet, diese Jobs aus der Queue nimmt und dann entsprechend ausführt. Wenn ich jetzt so einen Worker in der DMZ eben hinstellen würde,
an der Stelle, dann würde der wieder hier nach innen greifen. Das ist eben nicht gewollt bei uns. Aus Sicherheitsgründen, klar. Deswegen war da die Anforderung, dass von innen nach außen die Verbindung aufgebaut wird. Und da bietet ModGearman eben so einen Proxy an. Der Proxy macht letztendlich nichts weiteres, als ja, diese Jobs, die in der Queue sind, weiterzureichen in, ja, man kann sich dann hier außen, haben wir halt auch wieder eine komplette OMD-Installation und der Proxy reicht von da nach hier zu der OMD-Installation einfach diese komplette Queue weiter und auch so werden dann die Check-Results sich auch wieder abgeholt, die dann außen ermittelt wurden. Also auch alles möglich. Ist jetzt, sieht so aus, als wäre da ein extra Server in der DMZ, damit wir mit den mobilen Endgeräten irgendwie drauf zugreifen können. Ist natürlich nicht so, wenn wir mit unseren mobilen Endgeräten gegen unseren Nagios Core intern gehen. Dann habt ihr heute ganz kurz beim Sven auch im Vortrag gesehen, da gibt es eben so eine mobile Struct GUI. Also brauchen wir jetzt auch keine extra App oder ja, dann gibt es die wieder vielleicht nur fürs iPhone oder dann nur für Android, kennen wir auch alle. Also einfach mobiles Interface von Struct, können wir auch wunderbar die Critical-Sachen sehen, neue Triggern und so weiter, alles schon möglich. Ist natürlich für unser Management ganz, ganz wichtig, dass die am Wochenende, wenn sie nichts zu tun haben, da drauf zugreifen können. Ganz, ganz wichtig. So ein bisschen abschließend zu der Folie oder zu den Folien zuvor. Was sind jetzt nochmal zusammengefasst die Pros und die Kontras bei uns in der Umgebung? Also Pro, glaube, haben wir ganz gut uns angeschaut. Wir sind wirklich da sehr dynamisch, können relativ schnell eingreifen, wenn es Probleme gibt. Zweiter wichtiger Punkt, wir haben dedizierte Server für eine einzelne Aufgabe. Also ein Server macht nur PNP-Graphen erstellen, der nächste macht die eigentlichen Checks, der nächste kriegt SNMP-Traps und so weiter. Ist halt auch für die Lastverteilung nicht schlecht, klar. Und ja, jeder Server hat die gleiche OMD-Installation, das haben wir auch gerade angesprochen. Nachteil aus meiner Sicht natürlich, wir haben keinen Standalone-Betrieb der Worker. Also wenn hier in unserem Konstrukt, sage ich mal, unser Nagios Core mit dem zentralen Herzstück des Gearman Servers, wo die ganzen letztendlich die ganzen Jobs drin sind, weg ist, dann funktioniert der Rest eben auch nicht mehr ordentlich. Da, sage ich mal, wäre es eben, wenn man Schinken als Core einsetzt und entsprechend konfiguriert, gibt es da ja durchaus Möglichkeiten, dass man solche Sachen umgehen kann. Aber war jetzt bei uns auch nicht der größte oder wichtigste Punkt, dass wir einen Standalone-Betrieb der einzelnen Server haben. Bei uns ist eh so, wenn was ausfällt, dann meistens alles, von daher ist es wurscht. Der eine, genau. So, jetzt waren wir ziemlich theoretisch die ganze Zeit, ihr habt noch nicht allzu viel gesehen. Jetzt kommen wir dazu, wie konfigurieren wir nachher unsere Config. Also bis jetzt haben wir ja rein von der Idee her alles schön, in der Theorie funktioniert das auch alles, aber wir haben noch keinen einzigen Host jetzt überwacht. Wie sieht da die Generierung der Objekte aus? Also ich muss gleich sagen, vom VI durften wir uns verabschieden. Das trifft mich immer noch sehr hart. Schlaflose Nächte, ihr kennt es, wenn man vom VI weg muss. Wir sind jetzt an dem Punkt, dass die Idee am Anfang des Projektes, ich sage eben Idee, wie gesagt, wir sind im Amt. Wir wollten in einer CMDB es möglich machen, dass die Personen eben bei Anwendung A, B ein Häkchen setzen konnten für Monitoring und dann wird eben auf der Basis in der CMDB über den Config-Generator, den ich euch gleich zeigen werde, eben entsprechende die Nagios-Config erstellt. Es war ein Parallelprojekt, genauso wie es Reporting-Parallelprojekt war oder immer noch ist.
Wir haben dann eben irgendwann gesagt, wir können jetzt nicht auf die CMDB warten. Ist letztendlich auch, glaube ich, das weitaus schwierige Projekt umzusetzen mit in der Größenordnung, die wir haben, da eine CMDB einzuführen. Nicht ganz einfach. Deswegen haben wir einen Zwischenschritt jetzt gemacht an der Stelle und so eine Art Workaround, dass wir uns da ein bisschen entkoppelt haben von der CMDB und wir pflegen jetzt ja, ODS-Dateien. Ihr werdet sicherlich gleich die Vorteile davon sehen. Nachteil für uns als Admins natürlich weniger auf der Konsole zu tun, was den einen oder anderen sicherlich immer hart trifft. Aber so hat es natürlich auch wieder diverse Vorteile, wie ihr gleich sehen werdet. Es kann eben einfach jeder pflegen und man braucht nicht erst 3 Wochen Nagios-Schulung oder ja, sonst. Die Plätze hier sind ja auch limitiert bei der Konferenz. So, wie sieht das Ganze aus? Wir haben jetzt eine ODS-Datei. Wir haben es so gemacht, dass wir immer so ein Dreigespann haben, also 3 Reiter. Wir haben einmal Hosts, die Host-Config, so wie ihr sie kennt. Dann haben wir Application Details, das wären letztendlich die Services, die wir monitoren wollen. Und wir haben Contact Groups, glaube auch selbsterklärend, dass wir dann eben die Kontakte an den entsprechenden Service bzw. Host hängen. Die Zeile hier, die ihr jetzt seht, ist eigentlich, würde ich behaupten, wer Nagios noch nicht gesehen hat, relativ selbsterklärend, wenn man Beispiele hat. Also klar, Hostname, Alias, Address ist für euch alle klar. Hier hinten habe ich so ein paar spezifische Felder. Type, Server, werdet ihr nachher noch sehen, warum jetzt hier die, ja, sage ich mal, die Felder von Interesse sind. OS, dass ich halt sage, ich habe ein Red Hat, Slash, wie auch immer, darüber über kann ich eben entsprechende Hostgruppen bauen, auch recht schön automatisiert, ohne dass davon halt eine Ahnung haben muss. Notification Period, klar. Habe noch weitere Reiter, Location, falls ich sagen will, RZ1, RZ2, Department und so weiter, kann ich eben Komma separiert bestimmte Werte angeben, wo dann eben automatisch Hostgruppen erstellt werden. Jetzt die Application Details wären letztendlich das, was wir unter Services verstehen. Da haben wir immer so ein Zweigespann aus Application Name und Application Type, was ihr in Spalte B und C sehen könnt. Also Name, Typ entscheiden nachher letztendlich, ja, welche Vorlagen, Templates angezogen werden bei uns über diesen Config-Generator. Und entscheiden dann letztendlich, was will ich monitoren. Also ihr könnt jetzt hier vielleicht, ihr habt es jetzt noch nie gesehen, ihr seht eine Zeile OS REL Detail Profile All OS Linux. Das sagt jetzt erstmal nicht viel aus, außer dass ihr jetzt eventuell die Idee habt, klar, da werden sicherlich irgendwie ein gewisses Set an Services einfach automatisch geladen, weil es ist ein Linux-Server. Standardisierte Umgebung werdet ihr sicherlich auch alle haben oder seid ihr dabei gerade zu ziehen, dann kann man sowas machen. Hier seht ihr weiterhin, ich überprüfe irgendwie ein Filesystem, irgendwie einen Prozess und irgendwo auch eine URL. Also ohne dass man es jetzt, dass man Nagios studiert haben muss, könnte man jetzt sich den Host eben kopieren und sagen, okay, ja klar, ich habe da irgendwo anders einen Host, ich versuche es einfach mal. So, dann hat jetzt unser nicht Nagios-Admin hier seine ODS-Tabelle gepflegt, also Contact Groups hänge ich eben auch an einen Server, noch eben Application-Name, Type, was es damit auf sich hat, wie gesagt, noch kurz zurückhalten, erklären wir im nächsten Schritt. Und hier hinten eben die Groups, also diese Contact Groups, so wie ihr sie auch kennt. Die Contact Groups wiederum baue ich eben in einem anderen ODS-File. Also könnte ich auch alles hier in dem ODS pflegen. Wir haben aber einfach wegen der Größenordnung haben wir alles ein bisschen auseinander gezogen. Ja, so, dann kommt jetzt das Highlight des Nagios-Admins. Er darf doch noch mal sich doch noch auf die Konsole anmelden und baut jetzt eben mit diesem Config-Generator, da setzen wir das Zosh-Framework ein. Da, das ist ja eigentlich der Vortrag, der jetzt hätte stattfinden sollen, aber dem Kollegen geht es nicht so gut, habe ich gehört.
Ich habe mich natürlich da gestern extra zurückgehalten, falls sowas passiert, dass ich heute einspringen muss. Er ist krank, genau. Habe ich gehört. Von der Logik rufe ich jetzt auf dem Config-Generator eben einen bestimmten Befehl aus und sage halt, er soll mir nach gewissen Regeln Vorlagen jetzt ein bestimmtes, jetzt ist es hier auf die zweite Zeile gerutscht, dieses Recipe kann ich jetzt sagen, ich ziehe jetzt dieses eine ODS an, wo diese eine Host drin ist. Jetzt lasse ich den laufen. So, und jetzt hinten raus wird in Git die Config eingecheckt. Hier seht ihr den Git Commit. Und jetzt für uns ganz einfach hier unten zu sehen, at host Server 001. Also ja, genau das wollte ich ja. Ich hatte diesen einen Server drin. Bis dahin alles super. Jetzt lade ich Nagios neu. Hier wird an der Stelle dieser Nagios Pre-Flight-Check gemacht, so wie ihr den auch kennt. OMD hat da eben auch noch ziemlich gute Features mit den Init-Hooks dabei. Da kann ich eben solche Sachen bauen, dass ich sage, nur wenn der Pre-Flight-Check jetzt in der Form okay geht, nur dann lade mein Nagios neu. Sonst könnte man ja das Problem kriegen, ihr kennt es alle, hier in dem ODS könnte ich jetzt irgendwas reinbauen, was mir die Config letztendlich, eine Config generiert, die Nagios nicht verträgt. Dann würden wir hier jetzt eben stolpern an der Stelle, unser Nagios wäre gestoppt, mit der neuen Config geladen und unser Nagios steht erstmal still, wäre blöd. Von daher, nur wenn dieser Pre-Flight-Check in Ordnung ist, wird auch Nagios wirklich neu geladen. So, jetzt wollen wir uns das mal anschauen. Struck hatten wir ja heute Vormittag schon im Genuss eines Vortrags. Hier haben wir jetzt den einen Host generiert. Schauen wir uns den mal an. Also hier sehen wir auch, ein paar Checks wurden schon erledigt. Markieren uns jetzt einfach mal die anderen, sodass ihr mir auch glaubt, dass das funktioniert. Genau. Also ihr seht, eigentlich relativ schnell kann ich so einen Server, zumindest in einer standardisierten Umgebung, aufnehmen. Was euch jetzt sicherlich auffallen wird, wenn ihr aufgepasst habt, wovon ich natürlich ausgehe. Ihr seid ja gestern extra früh schlafen gegangen, alle Mann. Check Load, Check Mem, Check Monitoring Client, SSH, Swap, Uptime und so weiter und so fort. Habe ich eben hier in meinen Services ja eigentlich gar nicht drin. Die werden eben über dieses Detail Profile All OS Linux durch diese eine Zeile hier oben wird ein, ja, ich sag mal, gewisse Zosch-Klassen-Templates angezogen, die eben jetzt dafür sorgen, dass hinter AllOS Linux eben so ein gewisses Set an Checks gebaut wird. Also wie ihr hier im Namen zum Beispiel seht, überall wo jetzt OS Linux Default und so weiter underline steht, genau das ist mein OS Linux, genau diese Zeile. Hat natürlich jetzt einfach den großen Vorteil, wenn wir uns in einer standardisierten Umgebung befinden, dass wir relativ schnell Server einfach aufnehmen können. Also ich sage jetzt mal, wir hätten jetzt hier hatte ich ein zweites ODS, wo ich einfach noch weitere 200 Server einfach aufgenommen habe, immer nur mit der Einzeile von dem AllOS Linux. Generieren wir mal schnell. Dann rattert der Config-Generator wieder los. Und jetzt ist es relativ... ja gut, super. Ihr seht aber Info at Hosts und dann lässt er die hier alle runter. Relativ schnell diese Hosts aufgenommen. Laden jetzt OMD oder das Nagios entsprechend neu. Wieder dieser Pre-Flight-Check. Und sehen jetzt hier, wenn wir wieder im Web-Frontend sind. Dass wir eben jetzt hier dass wir jetzt hier weitere Server drin haben. Genau. Und hier könnt ihr auch relativ gut sehen, dass wir eben nur durch diese eine Zeile diese neuen Checks eben bekommen. Ja,
so haben wir es uns halt relativ einfach gemacht, auch in der Migration, dass wir eben versucht haben, da gewisse Standards vorzugeben. Großer Vorteil der Standardisierung ist jetzt einfach, auch diese Namen haben mich am Anfang auch ein bisschen erschlagen, gebe ich offen zu. Sah alles nicht so, so super aus, wenn man hier sich das genau anschaut. OS, Linux, Default, Check, Load, ja, was soll denn das? Wieso nenne ich es nicht einfach Load oder CPU? Haben sich viele drüber aufgeregt. War am Anfang auch nicht ganz so zufrieden damit. Aber wir erkennen halt dadurch einfach immer, was wird eigentlich vom Config-Generator angezogen? Also ist irgendwas mit OS hat zu tun? Okay, ist irgendwas mit Linux? Mhm, okay. Und ist ein Default-Check? Okay. Aber durch Struck haben wir eben auch dann die entsprechende Möglichkeit, auch einfach die Suche ordentlich zu nutzen. Wir haben jetzt einen gewissen Standard vorgegeben. Jetzt kann ich ja im Struck einfach nach diesem OS Linux Default Check Load suchen. Und sehe halt jetzt wirklich alle Server, wo dieser Checkload drauf ist. Habe eben diesen großen Vorteil, wenn ich da diese wirklich eindeutigen Namen wähle, die auch der Nagios oder der Nicht-Nagios-Admin, der das ODS jetzt ausfüllt, kann jetzt hier nicht irgendwie an irgendeiner Stelle den Fehler machen, Checkload, alles groß geschrieben oder nur Load oder CPU. Ihr kennt es bei Ping. Der eine schreibt Ping groß, der andere schreibt Ping alles groß, der nächste Ping klein, der nächste schreibt ICMP. Da habt ihr einfach wieder so diesen gewissen Wildwuchs drin, wenn die Leute das selbst dürfen. Hier an der Stelle haben sie eben einfach gar nicht die Möglichkeit zu sagen, okay, der Check soll jetzt so und so dargestellt werden. Ja. Und die Namen sind letztendlich auch so ein bisschen wegen der CMDB lang gehalten, weil man sich so vorstellen kann, ich habe eine Applikation vom Typ OS, Profil, Detail Linux und so weiter und so fort. Dadurch sind die Namen auch so ein bisschen entstanden. Mittlerweile bin ich eigentlich sehr zufrieden, dass wir solche langen Namen haben. Und man sieht eigentlich auch, bin ich der Meinung, relativ schnell. Ja, da geht gleich die Load hoch. Ja. Genau. Also man erkennt meines Erachtens wirklich relativ schnell, okay, da oben Check HTTP Response, okay, das wird vermutlich irgendwie ein Check HTTP sein, klar. Check Load, Check Mem und so weiter und so fort. Gut. Waren jetzt von der Logik her an dem Punkt, dass ich euch die ODS-Dateien gezeigt habe. Hier ist jetzt, ich halte ja jetzt nicht den Zosch-Vortrag, das darf der Kollege Lauser dann morgen in der Früh machen, wird sich heute sicherlich etwas zurückhalten bei der Abendveranstaltung dann. Deswegen werde ich nur so ein ganz kurzes, also dass man sich so vorstellen kann, wie funktioniert es jetzt in, genau für diese eine Zeile, OS RHEL, All OS Linux ziehe ich an. Merkt euch einfach hier an der Stelle, den Application Type RHEL. So, weil danach geht es letztendlich jetzt, da wird entschieden an der Stelle, welche, ja, ich sag jetzt mal Zosch-Klassen und Templates angezogen werden. Von der Idee ist es jetzt eben so, ich bin hier im Generatorverzeichnis und habe hier bestimmte Recipes und habe jetzt hier einen Ordner, da habe ich Klassen und Templates. Hier reden wir jetzt von Zosch-Klassen und Zosch-Templates, also nicht Nagios-Templates, die ihr kennt. So, wir haben uns jetzt alle gemerkt, RHEL stand beim Application-Type drin. Jetzt gibt es hier gewisse Klassen, die Zosch eben anzieht, wenn ich die Config generiere. Und hier gibt es jetzt eine entsprechende Zosch-Klasse OS Linux. Wenn wir uns die jetzt anschauen, ist jetzt einfach von... Ich will da gar nicht so tief drauf eingehen, aber ihr seht, hier oben kommt irgend so eine Compare-Funktion und überprüft, ob eben bei Type, wir haben uns gemerkt, RHEL, ob bei Type einer von diesen entsprechenden Werten greift. Also ihr seht, die Klasse würde eben angezogen werden, wenn da Red Hat drin steht, RHEL, slash, Linux, Limux, unser Basis-Client, hervorragend, standen wir auch ab und zu schon bei Heise. Falls ihr da nähere Infos braucht, nach dem fünften Bier vielleicht fragen, dann kriegt ihr auch die ehrliche Antwort. Debian, Ubuntu und so weiter und so fort. Dann immer wird diese OS-Linux-Klasse angezogen und hier unten wird dann entsprechend geschrieben, wenn
die Klasse Linux angezogen wird, dann zieh doch bitte folgende Zosh-Templates. Und hier sehen wir jetzt zum Beispiel OS Linux Default. Okay, gut. Schauen wir uns doch das Template jetzt einfach mal an. Also gehe in den Template-Ordner und schaue mir jetzt eben das OS Linux. Seht ihr, weil ich kaum noch mit dem VI arbeite, treffe ich ihn auch auf der Command-Line nicht mehr. Und hier kommt es jetzt so langsam, dass ihr als Nagios-Admins euch wieder als Nagios-Admins fühlen könnt. Jetzt seht ihr so ein paar bekannte Sachen, zwar nicht alles, aber so ein bisschen zumindest. Also jetzt könnt ihr hier an der Stelle eben sehen, okay, jetzt wird dieses Template angezogen, okay, und hier habe ich jetzt irgendwie ein Default-Check-SSH eben an der Stelle, das könnt ihr hier sehen, ein Default-Check-Load, also alles das, was wir eben über diese eine Zeile aufgerufen haben, wird jetzt hier durch das Template geladen und ein Checkmem und so weiter. Und der Zosh lässt sich jetzt eben hier über diese Template-Sprache entsprechend ja, so dynamisch konfigurieren, dass ich eben jetzt das Check-Command sage, check-ssh. Die Commands sollten natürlich dann auch in eurer Command-CFG stehen, klar. Und dann baut eben der Zosh über diese Klassen und Templates, nimmt er mein ODS und baut es auseinander und baut die Nagios-Config hinten raus und checkt sie dann entsprechend ins Git ein. So, von diesen Klassen könnt ihr euch vorstellen, dass wir entsprechend relativ viele mit der Zeit bekommen, weil wir eben, wie gesagt, diese Standards vorgegeben haben. Wir wollten eben davon weg, dass jetzt der eine das so macht, der nächste so. Wir haben das entsprechend schon ein bisschen in gewisse, ja, also wir haben zum Beispiel eine Windows-Klasse, klar, wenn wir Linux haben, haben wir auch Windows. In der Windows-Klasse wird dann entsprechend ja, die Sachen so vorgegeben, wie wir sie uns ausgedacht haben. Bis jetzt sind auch alle, glaube ich, halbwegs zufrieden. Hab zumindest noch nicht allzu viel Schlechtes gehört. Genau, von der, nochmal kurz in die Präsentation schwenken, habe ich da irgendwas noch nicht erzählt? Also hier habt ihr nochmal, falls euch dann in der Arbeit langweilig ist und euch doch mein Vortrag nochmal so interessiert, habe ich das hier versucht nochmal entsprechend reinzubringen in den Vortrag. Großer Punkt bei uns ist einfach, Admins benötigen keine Kenntnisse über Nagios. Ihr habt jetzt dieses ODS gesehen, da reicht jetzt, wenn ich zum Admin hingehe und ihm erzähle, du schau her, das ist Server A, du willst jetzt Server B monitoren, das ist ja von der Logik her genau der gleiche, dann macht er ein einfaches Copy and Paste, führt dann eben die entsprechenden Kommandos noch zur Generierung aus, das kann man sicherlich auch automatisieren, dann, ja, also finde ich es eigentlich relativ selbsterklärend, wenn ich da den Admins vielleicht eine kurze Viertelstunde Einweisung zeige. Hier ist jetzt nochmal dieses, also wie das Zosh-Framework funktioniert, also die Klassen und Templates haben wir ja kurz gesehen. Ich entscheide eben über so ein Recipe, was der Zosh anzieht, welche Klassen und Templates werden geladen. Hier links seht ihr meine ODS-Dateien, die ich ihm hinwerfe sozusagen. Da könnte links eben irgendwann auch unser CMDB hoffentlich stehen. Genau, und Zosh generiert dann eben die Config und schreibt sie eben ins Git-Repository rein. Und wenn OMD jetzt neu geladen wird, was wir vorhin gesehen haben, dann wird es auch über so ein Init-Hook gelöst, dass einfach, wenn wir OMD, also Nagios, neu laden, dann wird halt vorher die aktuelle Config aus dem Git ausgecheckt, Nagios zur Verfügung gestellt und dann entsprechend neu geladen. Genau, das haben wir auch schon angesprochen. Die Applikationen werden eben durch die Details beschrieben. Es ist immer ein paar aus Name und Type. Dadurch kann ich eben auch, was wichtig ist, immer durch diesen Namen und Type kann ich eben die Contact Groups auch ranhängen. Ist auch nicht so super flexibel, wie man es oftmals gerne hätte.
stellt euch wieder vor, Load will Admin A haben, aber der will eigentlich Mem nicht haben, das will wieder Admin B. Wieder dieses, was wir ja alle so toll finden, diesen Wildwuchs. An der Stelle kann ich eben jetzt wirklich nur sagen, dieses Paar, Server 001, OS RHEL, an dieses Paar kann ich jetzt die Contact Groups eben hängen. Wie hier hinten ihr das seht, also jetzt B11-Monitoring. So, und jetzt habe ich eben an der Stelle habe ich keine Möglichkeit zu sagen, okay, aber B11-Monitoring soll für Server 001 bei Checkload soll eben auch noch die Datenbanktruppe noch den Check kriegen. Also wenn, dann müsste ich die Datenbanktruppe hier eben komplett dranhängen. Ist sicherlich nicht so super flexibel, allerdings halten wir uns dann eben auch wieder ziemlich in dieser Standardlinie drin, brechen da jetzt auch nicht aus, dass wir irgendwie sagen, okay, das weichen wir doch auf. Hat alles seine Vor- und Nachteile, ich bin aber damit einfach sehr zufrieden oder es hat sich letztendlich jetzt das letzte halbe Jahr schon bewährt. Man kommt damit durchaus auch so zurecht. Genau, wenn ich jetzt eben wie hier ein Apache zum Beispiel überwache, da habe ich so an sich die großen Probleme nicht, weil meistens ist es dann eine Zeile, immer dieses Set wieder aus Application Name, Application Type. Hier könnte jetzt eben stehen, also bei mir ist jetzt der OMD Apache, da würde halt eure Anwendung stehen vom Namen her. Was weiß ich, Einwohnermeldewesen, um im Amtsjargon zu bleiben. Und ihr seht dann eben dieser Name, den ihr hier eingibt, also da steht ja jetzt OMD, würdet ihr hier eben sehen, ab Web Apache Default, dann kommt dieser Name, den ihr vergebt, OMD, und dann eben noch der Check, der hinten angezogen wird. Also auch eigentlich ganz nett. Der Name wirkt erst am Anfang ein bisschen einschüchternd, aber kann man sich auf jeden Fall mit abfinden und hat halt, wie gesagt, auch super Vorteile nachher für die Suche. So. Da hatte ich mir Vorführungen noch reingeschrieben. Das wären so Punkte, die hätte ich eigentlich gerade gezogen, weil ich ja eigentlich erst morgen meinen Vortrag halten sollte. Ja, so, hier seht ihr jetzt nochmal das, was wir jetzt eben schon erklärt haben. Wir haben eine Zeile und da wären entsprechende Checks eben draus. Dann auch noch wichtig, wir haben statische und dynamische Nagios-Konfiguration. Das, was wir jetzt im ODS eben gesehen haben, generiert unsere dynamische Konfiguration. Also alle Sachen, die sich oft ändern, Host, Services, Kontakte, also oder relativ häufig im Nagios-Kontext. Die Sachen, die sich nicht so oft ändern, also statische Sachen, sowas wie Time Periods, da werdet ihr nicht jeden Tag dran schrauben. So Templates, die ihr vorgibt und Commands, die fallen jetzt nicht so oft an. Da pflegen wir die eben nicht über ODS-Dateien. Die werden durch die Nagios-Admins halt so wie früher auch direkt im VI noch richtig schön gepflegt. Macht dann der Tag richtig Spaß im Amt. Schläft man nicht ein auf dem Tisch. Ist ja gefährlich mit den ganzen Bleistiften. Genau, wird aber auch die statische Config eben ins Git eingecheckt und ausgecheckt beim Start. Also wird auch komplett mit Git gepflegt. Ja, hier nochmal so ein bisschen eine Folie, nochmal die Vorteile aus unserer Sicht. Wir haben eben diese automatische Generierung, da lassen wir eben keine Ausreißer zu, das was ihr kennt, sicherlich auch alle mal die Erfahrung gemacht habt. Wir haben eben dadurch diesen hohen Grad an Standardisierung, je Klasse. Also auch wenn jetzt, wir hatten, dass zum Beispiel jetzt UCS-Blades eingeführt wurden, wo wir Hardwareüberwachung machen mussten, dann baue ich halt genau einmal diese Zosch-Klasse und das Zosch-Template für die neue Klasse UCS und jedes UCS-Chassis, was da kommt, kann ich halt einfach mit einer Zeile im ODS erschlagen und gebe halt einfach den Leuten vor, so habt ihr das Ding zu überwachen. Klar passiert das natürlich in Absprache mit den Leuten, die es dann nachher interessiert, sonst macht es natürlich keinen Sinn. Aber den Aufwand habe ich dann genau an der Stelle einmal. Jetzt kommt morgen das nächste UCS-Chassis, eine Zeile rein, zack, drin im Nagios, genauso wie die anderen eben auch aussehen. Ja, die Thresholds kann ich eben im ODS auch an die Admins auslagern, auch eine feine Sache, also es ist wieder nicht so, ja bitte hier 5%, da 10%, da 8%, können Sie einfach selbst pflegen. Bei den Datenbanken haben wir auch
da den Vorteil mit dem Check Oracle Health, dass man diese Sachen ja auch an die DB-Admins auslagern kann mit einer eigenen Tabelle in der Oracle DB. Wir haben so Standard-Schwellwerte. Wenn die DBAs andere Schwellwerte für eine Datenbank haben, wie zum Beispiel, dass sich da 1500 User anmelden können und nicht nur 50, dann können sie den Wert einfach selbst pflegen und belästigen uns nicht und wir können weiterhin das machen, was man im Amt halt so macht sonst, wenn man nicht arbeitet. Genau, die Bleistifte anspitzen. So, wie bitte? Ja, sehr. Ja, solange ich jetzt von Nagios-Konferenz kommen kann, ist ja alles im Lot. Ja, nee, ich bin zufrieden. ja, die Config haben wir ja gerade schon gesagt, Git Repository verwaltet. Zosch schreibt es eben direkt ins Git und der Initok sorgt eben für einen Git-Pull der Config beim Start von Nagios und dieser Preflight-Check lädt auch wirklich nur lauffähige Konfigurationen. So. Noch vielleicht interessant, wie wir es mit der Plugin-Verteilung auf den neuen Servern machen. Also hier sehen wir jetzt, ich habe einen Linux-Server aufgenommen und ich habe hier auf jedem System so ein Check Monitoring Client heißt der. Der Check macht nichts anderes, außer zu schauen, ob auf dem Entfernen, also wir haben ja auf Basis von Check by SSH machen wir die Serverüberwachung und dieser Check Monitoring Client sorgt jetzt initial dafür, zu gucken, sich per Check by SSH quasi drüben anzumelden und zu schauen, ob der User für diese Trusted Host Umgebung die entsprechenden Plugins schon auf seiner Seite hat, also Check Load, Check Mem, Check Disk und so weiter. So, wenn der jetzt neu aufgenommen ist, dann ist ja auf der entfernten Seite noch nichts drauf. Außer gut, ihr habt es in eurer VM-Installation eben entsprechend im Puppet oder so konfiguriert, dass die Plugins, danke, da verteilt werden. Wir haben wollten da nicht noch zusätzlich das Server-Team mit ins Boot holen, dass wir da bei der Serverinstallation so viel machen müssen. Wir dachten, wir machen das einfach selbst über einen eigenen Check. Dieser Check-Monitoring-Client guckt letztendlich, sind die Plugins da und wenn nicht, dann synkt er sie per R-Sync eben drüber, weil SSH, Trusted Host, gar kein Problem. Und der läuft halt, ja, ich glaube, einmal am Tag, falls wir nämlich auf unserem zentralen Nagios-Server für den Linux-Kernel 2.6 ein neues Plugin kompiliert haben, schieben wir das auch wieder mittels Git in den Ordner rein. Und wenn der Check-Monitoring-Client das nächste Mal dann läuft, überprüft er, gibt es denn was Neues im Git? Wenn ja, schiebt er halt das andere Plugin auch rüber. Also so haben wir nachher auch nicht das Problem, dass wir ja auf 1000 Hosts jetzt noch wieder das Plugin irgendwie verteilen müssen. Das lösen wir einfach über einen so einen Check. Und ja, also hat sich auch einfach bewährt, muss ich sagen. Ja, Fragen, bitte. Oh, Moment. Ja, da habe ich gerechnet, dauert noch ein bisschen. Sorry, und jetzt bei den Fragen öffentlicher Dienst. Ne? Wir sind halt sehr schnell im öffentlichen Dienst, ne? Ist ja klar. Bleistift anspitzen. wie viele Hosts, wie groß ist die Umgebung, wie viele Host- und Service-Checks habt ihr? Also wir sind momentan bei 1500, also migriert, fertig sind jetzt 1000 Hosts und 12.000 Services in die neue Umgebung. Die alte Umgebung haben wir noch so parallel, haben jetzt noch 300 Netzwerkkomponenten drin, die ziehen wir bis Ende des Jahres um. Also ich gehe davon aus, auf lange Sicht werden wir vermutlich so auf 2000 Hosts gehen und vielleicht so 20.000 bis 25.000 Services. Und man muss jetzt auch sagen, dass wir diese Plugin-Worker, so wie ihr sie da gesehen habt, also der hier letztendlich da oben, diese Plugin-Worker, da haben wir halt einen zu stehen momentan, der wirklich diese Checks ausführt, der hat gut was zu tun, klar, bei der Vielzahl. Und da stellen wir halt jetzt einen zweiten parallel hin, um einfach da auch die Lasten ein bisschen zu verteilen. Weil sich so gesehen, ab 10.000 Services haben wir gemerkt, geht die Load doch nach oben und ja, kostet ja nichts, stellen wir einen zweiten hin. Was? Wir haben schon...
Wir haben schon einen Flughafen, ja. Zwei Fragen. Zum einen zu dem Reporting Worker. Das sah so aus, dass ist das eine Eigenentwicklung über den Modgamer, dass es denn in MySQL-Datenbank geschoben wird? Oder, Ist in Python geschrieben und gibt so, ist nicht standardmäßig jetzt in dem OMD-Paket so drin, sondern müssen wir halt so hinpacken und können halt aber mit Python eben das Ding entsprechend konfigurieren. Die andere Frage, in der einen Folie sah es so aus, als würden die SNMP-Traps auch über ein GMN verarbeitet. Kannst du mal sagen, wie das genau abläuft? Schauen wir uns hier nochmal an, genau. Also wir haben einen GMN-Worker, der steht letztendlich da momentan bei uns wirklich nur rum, weil da läuft halt das SNMP-TT drauf und wir könnten jetzt Traps verarbeiten, tun es aber de facto noch nicht. Von daher, wir haben den hingestellt, weil unsere Netzwerk-Admins entsprechend Traps im alten Nagios verarbeitet haben. Da ist jetzt aber so ein bisschen rausgekommen, dass die das eigentlich doch gar nicht so doch verwenden. Das war mal so rein Spielereien und wir als Nagios-Admins sind, oder ich wäre eigentlich jetzt nicht böse drüber, wenn wir die Traps nicht brauchen. kennt ihr selbst, ist immer ein bisschen Spielerei. Von daher, von der Theorie steht es da und ist auch fertig konfiguriert, bloß de facto hat noch nicht ein Netzwerkgerät einen Trap an uns geschickt. Aber wenn ich da Erfahrung habe, könnte ich dir das dann auch entsprechend zukommen lassen. Ich glaube, sind alle müde. Ah, da hinten noch. Ja. Die Frage war jetzt, ob nur die Oracle-Admins die Schwellwerte oder ob die anderen Admins das auch pflegen können. Genau. Von der Idee ist es ja so, dass wir diese CMDB irgendwann kriegen. Da ist es dann eben so, da setzt der Server-Admin seinen Haken beim Monitoring und dann kriegt er entsprechend, wo er den Haken setzt, kriegt er weitere Felder und kann zum Beispiel eingeben bei Checkload die drei Werte und bei Checkmem die Werte. So ist es eben geplant. Solange wir das eben noch nicht haben, sind wir momentan bei den, können bis dahin nur die DBAs letztendlich ihre Werte pflegen. Wir haben aber hier, auch ODS-Dateien, wo wir diese so ein bisschen, warum geht das jetzt hier nicht? Also hier kann man so leicht erkennen, ich habe da oben diesen All-OS-Linux-RAM-Check und übergebe halt standardmäßig Warning 90, da kann man jetzt schon drüber lachen und 95% gibt es das Critical. Das sind so die Standardwerte, die angezogen werden. Wenn ich die jetzt verändere, kann ich aber einfach im ODS diesen, wenn ich es jetzt nicht über das Profil anziehen möchte, den Check, über dieses All-OS-Linux, kann ich die Zeile einfach von der Logik 1:1 im ODS schreiben und andere Werte übergeben. Somit kann der Admin da auch die Werte, wenn er es weiß, selbst pflegen. Das heißt, ihr habt im NAP Command-Line-Arguments aufgedrückt. Wie bitte nochmal? Ich glaube, es war nicht die Lautstärke. Ja, ich habe auch noch leichte Kopfprobleme, aber... Es gibt im NAP eine Option, dass man Command-Argument, dass man Argumente aufdreht. Oder macht sie das mit Command-Definitions im NAP? Wir benutzen ja kein NRPE mehr. Wir machen ja nur noch Check bei SSH. Okay. Genau. Also NRPE wird bei Windows noch benutzt. Okay. Genau. Noch eine? Wir haben ja eh noch 10 Minuten. Oder 8. Ja. 20.000 Checks ist doch relativ viel. Macht sie da irgendwelche Gruppierungen im User-Interface, quasi irgendwelche Business-Prozess-Gruppierungen oder Gruppierung von Checks nach Produkten? 20.000 Checks im Web-Interface ist doch relativ unübersichtlich, finde ich. Na gut, die 20.000 sieht natürlich ja jetzt nicht jeder, sondern derjenige, der DBA sieht ja nur seine Oracle-DBs. Also von daher kann man das ja schon Nagios-Core-seitig ja schon eindämpfen, aber
Wir haben die Möglichkeit, also beim Struct zum Beispiel gibt es ja jetzt seit neuestem diese Business Service Implementierung. Da werden wir das ganz stark nutzen. Also der Plan ist der, dass wir eben diese Business Services natürlich noch bauen, weil jetzt momentan sind wir an dem Punkt, wir haben erstmal alles in der Überwachung und jetzt fangen wir langsam an, so dem Service Desk zum Beispiel eine View zu gestalten, dass der eben relativ schnell sehen kann, okay, im KVR, also Kreisverwaltungsreferat der Stadt München, da steht gerade das Einwohnermeldewesen, dass der sich da quasi mit einer NACVIS-Karte durchklicken kann. Da sind wir auf jeden Fall dran, ist auch schon so teilweise verbaut. Und anders wird es natürlich klar in der Größenordnung auch nicht funktionieren, sodass der Service Desk, der meistens, wisst ihr auch, da... Die können natürlich nicht die komplette Infrastruktur in- und auswendig kennen. Die kriegen halt einen Vogel, wenn sie diese langen Namen sehen und die interpretieren müssen. Von daher, denen muss man natürlich irgendwie schon ein bisschen was in Richtung Business Services geht, anbieten. Wenn dann keine weiteren Fragen mehr sind, möchte ich Reiko noch mal ganz herzlich danken, dass, obwohl er auf dem Amt arbeitet, die Flexibilität aufgebracht hat, jetzt kurzfristig einzuspringen. Gerne.